My Story Animated verschenkt 1000 Dollar an eine der Personen, die uns in den nächsten 7 Tagen abonniert. Sag allen Leuten, die du kennst, Bescheid, sie sollen diesen Kanal abonnieren. Hi, mein Name ist Bree. Und ich war nie wirklich gut in der Schule. Also, nie. Es war einfach so schwer. Selbst wenn ich es versuchte, konnte ich mich bei all den lauten Kindern und den schreienden Lehrern kaum konzentrieren. Und ich hasste die Menge an Hausaufgaben. Meine Eltern haben mir nie wirklich dabei geholfen. Tatsächlich machten sie es mir wirklich schwer zu lernen, weil sie die lautesten Menschen der Welt waren. Sie schauten immer nur fern, hörten Musik oder feierten Partys. Ich habe 2 Versuche gebraucht, um die erste Klasse zu bestehen. Mama hat mir damals gesagt, dass ich was Besonderes bin und mehr Zeit brauche als andere Kinder. In der 2. Klasse hat sie die Lehrerin bezahlt, um mich bestehen zu lassen. Sie gab ihr 1000 Dollar und versprach kostenlose Haarschnitte in ihrem Friseursalon. Meine Eltern haben auch ihre Freunde angelogen. Bree? Oh, sie ist so schlau. Tatsächlich die klügste in ihrer Klasse. Es ist gut, dass wir sie in der Privatschule auf der anderen Seite der Stadt eingeschrieben haben. Sie konzentrieren sich dort wirklich auf begabte Kinder. Es ist eine der besten Schulen des Landes. Garantiert kommt sie aufs College. Sie haben gelogen, gelogen und gelogen. Aber eines Tages kam die Wahrheit ans Licht. Ich hörte aus Versehen, wie sie redeten. Warum kann sie nicht so schlau sein wie die Kinder unserer Freunde? Sie ist echt eine Schande. Nein, Schatz, ist sie nicht. Sie ist besonders. Sie braucht einfach Zeit. Hör mir jetzt mal genau zu. Sie ist nicht besonders. Sie ist dumm. Und zum ersten Mal in meinem Leben wusste ich, dass Papa recht hatte. Als ich in die 5. Klasse kam, fand ich heraus, dass es viel anstrengender war als jede Klasse vorher. Ich weinte manchmal nachts in mein Kissen, weil mir alles so schwer fiel und ich mich einfach nur so dumm fühlte. Und es war überhaupt nicht förderlich, dass meine alte Lehrerin Miss Anderson so gemein war. Ich war 12, als ich in ihre Klasse kam und sitzen blieb. Ich kann nicht glauben, dass ich dich nochmal in meiner Klasse haben werde. Fang an, härter zu arbeiten, Bree. Hübsch sein bringt dich im Leben nicht weiter. Zumindest die eine Sache, bei der sich alle einig waren. Ich war wirklich schön. Und dank Mamas Schönheitssalon habe ich in der Schule immer perfekt ausgesehen. Ich konnte sehen, dass andere Mädchen mich neidisch ansahen, aber sie wussten nicht, dass ich sie beneidete. Ich würde mein Aussehen gegen ihre Gehirne eintauschen, jeden Tag. Am ersten Tag meines 2. Mals in der 5. Klasse war ich etwas spät dran und Frau Anderson war nicht im Klassenzimmer, als ich hereinging. Alle Kinder sagten zusammen, »Guten Morgen, Frau Anderson!« Die 9 Kinder dachten, ich war die Lehrerin. »Guten Morgen, Klasse! Heute haben wir viel Spaß mit Mathematik.« Ich schnappte mir einen Marker und begann auf der Tafel zu schreiben. Wenn eine mürrische alte Frau vor 25 Jahren angefangen hätte, Mathe zu unterrichten, als sie 60 Jahre alt war, wie alt ist sie heute? 85! Oh, bitte nicht reinrufen, Kinder, aber gute Arbeit. Was wäre jetzt, wenn... Was denkst du eigentlich, was du hier machst? Da war Miss Anderson an der Tür und sie atmete wie ein Drache. Sie sah nicht glücklich aus, als sie das mathematische Problem an der Tafel sah. Und naja, sie hat mich in das Büro des Schulleiters geschickt. Tage später habe ich mich mit Melinda angefreundet. Sie ist ein kleines Genie. Sie konnte alle möglichen Wörter buchstabieren, Matheprobleme in ihrem Kopf lösen und klapperte das gesamte Periodensystem ab. Ich wurde ein bisschen besessen von ihr. Ich wollte mehr darüber wissen, was sie so schlau gemacht hat. Also beschloss ich natürlich, ihr eines Tages nach Hause zu folgen. Während sie unten zu Mittag gegessen hat, habe ich mich in ihr Zimmer geschlichen, um nachzusehen. Ich schnappte nach Luft. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viele Bücher gesehen. Ich sah eine Pralinenschachtel auf ihrem Schreibtisch und schnell habe ich ein paar in meinen Mund fallen lassen. Vielleicht hat sie das Essen ja schlauer gemacht. Dann drehte ich mich entsetzt um, Melinda und ihre Eltern hinter mir zu sehen. Sie dachten, ich wäre eine Diebin, aber sie schienen noch weniger von mir zu halten, als Melinda sagte, ich sei in ihrer Klasse. Ach, sie ist super dumm. Sie hat sich wahrscheinlich verlaufen und denkt, das wäre ihr eigenes Haus. Jetzt geh weg, Idiotin. Und ich rannte weg, bevor ich in irgendwelche Schwierigkeiten kam. Natürlich hat Melinda nie wieder mit mir gesprochen. Durch ein Wunder habe ich die 5. Klasse beendet. An meinem ersten Tag in der 6. Klasse tauchte ein Junge namens Dante auf, um das Mittagessen für seine kleine Schwester abzugeben. Ich erkannte ihn in dem Moment, als ich ihn sah. Er war einer der schlauen Leute, die ich auf Facebook gestalkt habe. Er war in der 10. Klasse und so niedlich. Er kam direkt auf mich zu, weil ich neben seiner Schwester saß. Einen klugen Kerl wie ihn wollte ich gern beeindrucken, also sprang ich auf die Bank, saß wie ein Schimpanse und fing an, eine Banane zu essen. Geht es dir gut? Nie besser. Wusstest du, dass Schimpansen 150 Pfund Bananen jeden Tag essen? Das sind ganz schön viele Bananen. Bist du mit deiner Portion fertig für heute? Hat er mich gerade einen Schimpansen genannt? Wer gehört zu dir? Wer? Wie meinst du das? Was?
Wer ist dein Bruder oder deine Schwester? Der. Das ist mein Bruder. Ich zeigte auf einen zufälligen Jungen auf dem Spielplatz. Das ist nicht dein Bruder, Bree. Du hast keine Geschwister. Jetzt hat er mich erwischt. Ich belüge ihn und er denkt, ich wäre nicht schlau. Bree ist in meiner Klasse, Dante. Du bist also ein Sechstklässler? Kann jemand so dumm sein? Ich weiß, du bist super hübsch, aber das bedeutet nicht, dass du einfach aufhörst, Gehirn zu nutzen. Was für ein Idiot. Seine Schwester stieß mir in die Rippen und grinste. Er mag dich. Nun, ich habe die 6. Klasse gerade so abgeschlossen. Und als ich zur Mittelschule ging, erfuhr ich, was das Wort Hölle bedeutete. Gemeine Mädchen haben sich die ganze Zeit über mich lustig gemacht, weil ich älter und dumm bin. Es ist nicht so, dass sie schlauer wären als ich. Alles, was sie interessierte, war Make-up und Mode. Da ich Expertin für Make-up und Haare war, kamen irgendwann die Mädchen und begannen, sich mit mir anzufreunden. Und ich war wirklich gerne ein beliebtes Mädchen. Und ich konnte dabei fast vergessen, dass ich nicht so schlau bin. Das heißt, bis ich eines Tages zufällig herausfand, dass meine sogenannten Freundinnen eine Lernstunde mit den klügsten Jungs in der Klasse vor den Prüfungen hatten. Als ich fragte, warum sie mir nie davon erzählt haben, sagte eine von ihnen, Bree, du brauchst diese Sitzung nicht. Es ist nicht so, als würdest du die Prüfung bestehen. Sie werden dir nicht helfen. Dir auch nicht. Du gehst einfach dorthin, um mit den Jungs rumzumachen. Ja, es ist toll, sich beim Lernen zu küssen und geküsst zu werden, aber das wirst du nie erleben, Dummkopf. Ich war so wütend, dass ich ein Buch nach ihr geworfen habe, aber es hat sie nicht getroffen. An diesem Tag ging ich nach Hause, entschlossen, mehr zu lernen als je zuvor. Aber meine Eltern haben meine neuen Lerngewohnheiten nicht respektiert. Sie waren so laut und furchtbar wie immer. Einen Tag, bevor ich für eine große Prüfung lernte, haben sie eine riesige Party geschmissen und luden alle ihre Freunde ein. Ich versuchte, mich in meinem Zimmer zu konzentrieren, aber der Beat hämmerte in meinen Ohren. Könnt ihr bitte etwas leiser sein? Ich versuche wirklich zu lernen. Wozu? Du wirst sowieso keinen Abschluss machen. Mom stieß Dad mit dem Ellenbogen, damit er die Klappe hielt. Aber er war ein Idiot und wurde sogar lauter. Einmal, als ich in der 9. Klasse war, saß ich in der Bibliothek und ein Junge am Tisch neben mir stand auf und sein Stuhl kratzte über den Boden. Es war so laut, dass ich kreischte und mir sofort die Ohren zuhielt. Er kam zu mir und sagte, was ist los? Das hast du nicht gehört? Der Stuhl war so laut, es tat mir im Gehirn weh. Er sah mich an und sagte, dass ich vielleicht etwas Ähnliches haben könnte wie er. Es heiße Hyperakusis. Hyper ein was? Hyperakusis oder Überschallempfindlichkeit. Du hörst die Dinge viel lauter, als sie wirklich sind. Ich bin sicher, es betrifft deine Konzentration auch, genau wie bei mir. Nach einigen Tests stellte sich heraus, dass er recht hatte. Ich war wirklich glücklich, weil es bedeutete, dass ich nicht wirklich dumm war. Ich hatte nur Schwierigkeiten, mich wegen meines Zustands zu konzentrieren. Von diesem Tag an habe ich also darauf geachtet, immer meine Ohren zuzuhalten, wie zum Beispiel durch Kopfhörer beim Lernen. Ich habe wirklich hart gelernt für die Matheprüfung, aber ich bekam nur eine 4. Ach, du dachtest also wirklich, dass Kopfhörer dir mit irgendwas helfen? Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe, sogar von jemandem, der so dumm ist wie du. Hör auf, ich sage dir immer wieder, sie ist nicht dumm, sie ist besonders. Und an diesem Tag bin ich ausgerastet. Ihr beide, lasst es einfach. Dad, ich dachte, meine Intelligenz wäre mein größtes Problem. Aber dich als Vater zu haben, das ist das Schlimmste, was mir überhaupt passieren konnte. Und Mama, ich bin nicht besonders. Müsst ihr glauben, dass ich es bin? Besonders, um mich zu lieben? Ich bin deine Tochter. Du solltest mich so lieben, wie ich bin. Und damit stürmte ich davon. Am nächsten Tag verließ ich meine Eltern für immer. Ich war alt genug, um auszuziehen und nebenbei arbeitete ich als Kellnerin. Ich liebte es wirklich. Nach meiner Schicht saß ich oft im Café mit meinen Kopfhörern und machte Hausaufgaben. Eines Tages, während ich lernte, sah ich einen hübschen Kerl vor mir sitzen. Es war Ethan. Er kam regelmäßig ins Café und ich hatte mich so sehr in ihn verknallt, seit er mir erzählt hatte, dass er Datenanalyst ist. Hey, du hast mich mit diesen Kopfhörern nicht gehört und sahst sehr beschäftigt aus mit deinen Chemiehausaufgaben. In welcher Klasse bist du? Oh mein Gott, er hatte gesehen, woran ich arbeitete. Das war so peinlich. Ich stehe kurz vor der mittleren Reife. Du denkst jetzt bestimmt, dass ich total dumm bin. Er nahm meine Hand und mein Herz pochte. Nein, ich finde es toll, dass du dich durch die Schule ackerst. Wichtig ist nur, dass du für dich selber lernst. Und es gibt keine Zeit- oder Altersgrenze dafür. Außerdem, gehst du mal mit mir aus? Unser erstes Date war an Weihnachten und ich wünschte Ethan frohe Weihnachten. Aber er sagte, dass er Jude sei, also sagte ich, dann froher Jude? Ethan brach in Gelächter aus und dachte, ich habe gescherzt. Und ich habe erst begriffen, was ich gesagt hatte, als ich zu Hause ankam. Von diesem Moment an habe ich also immer wieder viel gelesen, bevor ich ihn traf. Und ich hatte ein Notizbuch bei mir, um all seine Kommentare aufzuschreiben, damit ich sie noch einmal erwähnen kann
um ihm zu zeigen, wie klug ich eigentlich war. Ein Jahr später machte Ethan mir einen Heiratsantrag und ich sagte ja. Er lud all seine klugen, intelligenten Freunde zur Hochzeit ein und ich war so eingeschüchtert, besonders von den klugen Kolleginnen. Ich habe angefangen zu weinen, als ich mit Ethan vor allen getanzt habe, aber sie dachten, es wären Freudentränen. Für die nächsten 2 Jahre haben wir immer wieder versucht, schwanger zu werden, aber es ist nicht passiert. Ethan hat mir gesagt, dass ich mir keine Sorgen machen soll, aber ich begann, mich noch unsicherer zu fühlen. Jeder kann doch eine Mama sein. Würde ich etwa auch daran scheitern? Zu unserer Freude wurde ich ein paar Monate später schwanger und gebar ein wunderschönes Mädchen, Anna. In der Minute, in der ich ihr Gesicht sah, wusste ich, dass ich eine gute Mutter sein würde. Und ich war es. Einmal hörte Anna nicht auf zu weinen und ich bemerkte, dass ihre Lippen leicht blau waren. Ich wusste sofort, dass etwas falsch war. Wir mussten in ein Krankenhaus fahren und als der Arzt sie überprüfte, war er beeindruckt. Er hat mir in die Augen geschaut und sagte, ziemlich schlau von Ihnen, direkt das Problem zu erkennen. Das war das erste Mal, dass mir das jemand gesagt hat, und es war ein verdammt gebildeter Doktor. Von diesem Moment an begann ich zu verstehen, dass es in Ordnung war, nicht perfekt oder die Klügste zu sein. Ich konnte trotzdem jemand sein, ein Kind großziehen und etwas für die Gemeinschaft tun. 3 Jahre später ist heute nun der erste Schultag meiner Anna, und ich kann es kaum erwarten, alle möglichen neuen Dinge von ihr zu lernen.